setzen. Und selbst wenn du einen amerikanischen Stromstecker hast, dann holst du dir einen Stromsteckeradapter. Also du kannst die Xbox wirklich überall nutzen, da brauchst du keine Gedanken machen, selbst wenn es eine amerikanische Version ist. Sowas wie PAL NTFC und sowas, das gibt's nicht mehr. Zumindest nicht auf der Box. Mal, wer sitzt denn hier bei mir oben auf dem Titan drauf? Sag, Blattgewehr, ja, Baby. Ich guck mir den Link gleich mal an, sobald die Runde zu Ende ist. Dann wollte ich ja eh schauen wegen Skype. Dann schauen wir mal. Ehrlich? Muss das nicht abputzen? Die, die richtig schön schleimig ist und wo man gar nicht mehr abputzen muss, das sind die besten. Oh Gott. Sie machen das gut, Pilot. Oh Gott. Nicht doch. Meiner wird grün, ey. Ja, ich hatte grün. Ich hatte Grünkohl, Mann. Dieser Pilot hat keine Chance. Scheiße, hat er mir auch noch einen Tacken herausgerissen, der One-Zone. Ist keiner da, aber scheinbar hat McAllen das Archiv des Schiffs angezapft. Sorry, Dero. Blisk, kommen Sie zurück und McAllen kümmern Sie uns später. Kein Grund zur Selbstverstümmelung. Oh, Dominik, lauf nicht vor meiner Nase. Ehrlich. Scheiße. Ich. Fällst du denn schon wieder runter, Thomas? No, 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 no!
Herrlich, ey. Ich bin hier was am Ausprobieren. So, ich gehe mal ganz kurz in die Lobby zurück, Dominik, und dann werde ich einmal den Skype-Client neu starten. Und zu gucken, ob er hier dann den Lukas mal reinfläzt. Bin aber sofort wieder da. Spielst du dann noch weiter, oder? So, jetzt mal wieder zurück in Titanfall. So, Kampagne fort. Ah, das war bestimmt der Dominik gewesen. Ja, der King of the Dragon. La 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 la. Meine Mama springt gerade durch die Küche. Boah, schon Viertel vor vier, ey. Alter Schwede. Wie, du musst um 9 wieder aufstehen, weil das ist ein Fahr. Also, ja, ich muss erst um 1 Uhr weg. Morgen mit meiner Freundin in den Zoo fahren. Hessetag? Was ist denn das? Ist das dann so Saufest oder was? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, kenne ich nicht. Ja, Maimark kenne ich. Okay. Da wurde gerade Rummelplatz eigentlich gesagt, das hörte sich ja an wie Rubbelplatz.
Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Dominik, ey. Das hört sich ja gehört, als hätte Dominik wieder irgendjemand in die Eier gekniffen, ey. Ey, das weiß ich, dass du das warst. Ja, ey. Ja, sowieso. Ja, schon wieder Trials am Suchten. Ja, weil ich das höre. Hört man doch die ganze Zeit. Was für ein Weltrekord. Alter, ich hab das übrigens mal versucht auf deiner bekloppten Wheelie-Karte da, ne? Hab ich mal versucht, die 6 Punkte da zu unterbieten. Alter, wie hat der das geschafft? Mir auch ein Rätsel. Ich krieg das nicht hin. Also, das Minimum, was ich erreicht habe, war 24 Punkte. Da war aber auch Ende der Fahnenstange. Und ich wollte noch schlechter sein als er, aber ich konnte nicht. Ja. Ich hab auch keine Ahnung, das ist echt eine Kunst. Der Harry Diamond ist hier drin. Der haarige Diamant. Ja, hier bei Tittenfall. Ja. Boah, es ist spät. Man merkt's. Ja. Ja, ich sag mal, seit wann war ich schon am Stream? Ich weiß das gar nicht mehr. War das 8 Uhr oder was? Also ich meine, das wäre so 8, 9 Uhr gewesen, irgendwie sowas um den Dreh. Okay. Ja, ich meine, ich hätte irgendwie so um 9 Uhr angefangen. Guck mal ungefähr hin. Ja, das dauert manchmal aber auch immer ein bisschen, bis der E-Mail rausschickt. Kannst du mal so 20 Minuten abziehen. Ja. Das ist nichts Neues. Oh Gott. Ich bin alle schlafen gegangen. Die denken sich, boah, was? Viertel vor vier, leck mir am Arsch, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ganz so ewig wird er auch nicht mehr machen. Der Alex braucht gleich seinen Schönheitsschlaf. Ohne geht's nicht. Kannst du ihn mal am Arsch lecken, du mieser Penner. Ehrlich, ey. Nimm den Mittelfinger, setz die drauf und dreh dich, du Wichser. Oh Gott. Das war aber ein typischer André-Witz, ne? Das ist ja schon bewusst. Spielst du jetzt wieder Custom Maps oder was? Ja, gut. Doch. Ja, also. Ja, Achtung, Achtung, hier spricht Vice Admiral Gray. Ich denke mal, ich mache hier jetzt auch nur noch so 2-3 Ründchen und dann werde ich auch nach ihrem Tankangriff im langsam ausmachen. Und wir haben in mehrere Sektoren Sonden geschickt. Spyglass informiert Sie über alles Weitere. Piloten, ich habe alle möglichen Ziele in Sprungweite des Yuma-Systems gescannt. Dabei stieß ich in Sektor Bravo 217... Naja, ich hab's anlassen.
Dieser galt als doch, ich hab's heute nochmal versucht, und zwar auf der PS4. Ich empfehle zur Sondierung der Lage. Aber vergiss es, ey. Ich finde. Unter dem Befehl von Sergeant Blisk. Sehr gut. Also mit dem PS4-Controller werde ich nicht warm, ehrlich nicht. Bereit machen für Landung. Am Boden hat Sergeant Blisk das Kommando. Viel Glück, Graves out. Nee, okay. Okay. Ist ja wurscht. Ehrlich, zockst du nur mit Kabel? Wurscht. Ja. Gut, außer ich hocke wirklich mal auf der Couch, aber da spiele ich nicht. Wenn ich am Zocken bin, dann hocke ich direkt vor der Couch. Ich habe jetzt letzte Tage mal den Controller eingesendet, den meine Katze runtergehauen hat. Ach ey. Hä? Ja, gut, war ein bisschen meine eigene Schuld gewesen. Ich hatte den relativ nah am Tischrand hingelegt, den Controller. Und sie ist dann dahergelaufen und hat einen Runner geworfen. Ja. Und dabei ist am Analogstick irgendwas kaputt gegangen. Da muss irgendwas gebrochen sein. Und dann funktionierte der nicht mehr richtig. Der ist dann jedes Mal nach oben rechts weggezogen, der rechte Analogstick. Und da habe ich letzte Tage dann bei Microsoft angerufen und die haben den jetzt gestern abgeholt. Ja, genau. Ne, ich hatte dann bei Microsoft angerufen und die haben den gestern abgeholt. Wir brauchen noch drei Paletten Spectres. Ach, Bussis gehen immer. Bringen Sie die anderen Spectres online. Milizpiloten drücken von außen hervor. Charlie Scott scheint noch Kolonisten zu schaffen. Sagt dem Black Victor, sie sollen sich beeilen. Auf uns warten größere Fische. Scheiße, ey. Achtung, Piloten! Jetzt testen wir uns. Ja, ist wohl nichts draus geworden, ne? Schalten Sie alle Milizeinheiten aus. Ah, oh, fuck! Hat er mir von hinten das Genick gebrochen, der kleine Hurensohn. Ja, das siehst du gleich. Es dauert immer 40 Sekunden, bis das ankommt, was ich gespielt habe. Nein. Nicht so ein geiles Stück Fleisch wie ich. Blisk, Sie sagten, das Lager wäre ausradiert. Klären Sie, wo der Rest steckt. Morgen, warum? Ja, morgen, wenn dann sowieso nur abends, wenn überhaupt. Weil ich bin, wie gesagt, morgen erstmal mit meiner Freundin im Zoo. Und, dann wollten wir auch noch Erdbeeren pflücken morgen Abend. Deswegen morgen ist gut ausgebucht. Pilot, Ihr Titan ist in 30 Sekunden einsatzbereit. Ach, das war nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe für die extrem nicht so die Geduld halt. Ne? Ja.
Hast du das auch, Trolls? Ah, okay. Ja, ja, richtig, genau. Wo er den Flattermann machen muss. Ja, wie geht das? Ich kann das dir ehrlich gesagt gar nicht erklären, weil ich habe das damals einfach geschafft, dass ich da eine vernünftige Weite hinbekommen habe. Schadensystem aktiviert. Jetzt verfügbar erhöhter Schadensausbruch. Ich habe noch ein Verschwenden angefangen. Nur Sprache. Das ist aber auch, also ich habe das ja heute einmal gespielt, weil ich das ja auf der PlayStation schnell runtergeladen habe und ich finde das aber auch teilweise einfach ein Krampf, mit dem Controller hinzukriegen. Ja, ist auch echt ein super Spiel. Nur fehlen da halt noch unglaublich viele Sachen. Ja, Multiplayer und der und generell Bugs ohne Ende sind drin. Ja, ja. Und dann die ganzen Grafikfehler. Ey, wenn er auf dem Rücken fällt und das Motorrad auf dir liegt oder was? Dann bist du normalerweise tot. Okay. Dann ist das aber vielleicht ein PlayStation 4 Fehler, weil das gibt's auf der Xbox nicht. Dass wenn du auf dem Rücken liegen bleibst, dass dann da nichts passiert. Wenn du umgekehrt bist, weißt du? Ja, richtig. Piloten, jagen Sie die Miliz bis zu Ihrem Evakuierungspunkt. Ich dechiffriere weiter die abgefangene Übertragung. Wenn da noch mehr Terroristen sind, haben wir sie bald. Vice Admiral Graves, ich habe die Übertragung. Schalte sie drauf. Wir wollten euren Krieg richtig vor unsere Tür tragen. Das war ein Massaker an Zivilisten. Spyglass, an den Kanal. Jawohl, Sir. Also sind ja Gott sei Dank die Safe Games auf der Xbox, die sind ja alle doppelt abgesichert. Ja, einmal lokal ab. Graves, immer noch auf der falschen Seite, was? Nee, du hast die ja lokal gespeichert, die Dinger. Es ist naiv, das aussetzen zu wollen. Wer ist hier naiv? Aber bei mir hat er bisher nichts in der Cloud gespeichert. Ja. Okay. Dass das erforderlich ist, dass man das nochmal zusätzlich aktivieren muss. Ja, aber dann dürfte ja sowas eigentlich nicht passieren. Dann müsste der ja merken, von wegen, die lokalen Speicherdaten sind im Arsch, dann hole ich mir die aus der Cloud. Oder das kann natürlich sein, dass die PlayStation die dann nicht, was weiß ich, alle 5 Minuten oder so synchronisiert. Kann natürlich auch sein. Bei Xbox, da synchronisiert er die ja jedes Mal auch, wenn der abspeichert. Also wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Level gespielt hast und er speichert das lokal, dann synchronisiert er die Daten ja auch sofort auf dem Server. Dass er immer auf dem aktuellen Stand ist, falls das Ding immer abschmieren sollte oder so. Aber einen Freeze habe ich bisher bei der Xbox One noch nicht gehabt. Okay. Also Freeze auf der One hatte ich noch nie. Ich hatte das nur einmal bei dem allerersten Dashboard, wo noch kein Update raus war, dass ich einmal bei Battlefield 4 auf dem Dashboard gelandet bin.
Also dann hast du nur das Battlefield-Zeichen gesehen und dann bist du wieder auf dem Dashboard gelandet und musstest du neu starten. Das war aber auch das einzige Mal. Bei 360, die ist ja hin und an schon mal gefreezed, also, richtig. Hier spricht Vice Admiral Graves. Die Verfolgung der ersten Milizflotte war ein voller Erfolg. Wir haben den Meuterer MacAllan aufgespürt. MacAllan ist ab sofort das meistgesuchte Ziel in diesem Sektor. Blisk? MacAllan ist ein extrem gefährlicher Stratege. Wenn er sich den Terroristen anschließt, hätten sie einen entscheidenden Vorteil. Laut einiger abgefangener Übertragungen wollen sie... Hast du eigentlich bei dir hier Energiesparoptionen eingestellt oder hast du schnelles Hochfahren eingestellt bei der One? Piloten, ihr Ziel ist die Neutralisierung aller Milizen. Ja, dann hast du ja innerhalb von 10 Sekunden an. Gleichzeitig wird Blisks Team versuchen, MacAllan zu lokalisieren und in Gewahrsam zu nehmen. Das ist natürlich auch eine Methode. Graves out. So, zumindest immer gewährleistet, dass es schön warm ist in der Bude. Ja, das ist aber momentan auch noch im Beta-Status, ne? Das Zurückkehren in Spielen. Das steht aber auch dabei, in den Einstellungen. Dann, wenn dich das stört, dann musst du das ausschalten. Weil da steht nämlich auch noch in Klammern Beta hinter. Ja doch, wenn du es aus hast, dann schließt das Spiel komplett. Und dann startet das komplett neu, wenn du die Konsole wieder hochfährst. Ich meine, bei mir schließt das sowieso alles automatisch, weil wenn ich die Konsole ausmache, dann geht die in tiefen Standby. Hat die Xbox One eine eigenes? Ja. Der zeigt bei mir meine volle Verbindungsgeschwindigkeit an. Das einzige, was ein bisschen höher ist, ist der Ping. Aber das liegt daran, dass der den Speedtest auf einem amerikanischen Server macht. Deswegen zeigt er einen Ping von ungefähr 130 Millisekunden an bei mir. Aber das ist nicht schlimm. Aber die Download- und Upload-Geschwindigkeiten werden voll synchron angezeigt. Und auch keinerlei Paketsverlust. Also ist völlig in Ordnung. Gut, okay. Ja, das PSN ist eine Katastrophe, ey. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich da mal Dingens heruntergeladen hatte, hier Trials. Da hatte ich hier, das fand ich ja mit dem Warframe zum Beispiel auch eine Unverschämtheit, ne? Wo sie sagten, hier Free-to-Player hast du nicht gesehen, da gucke ich da in den Store rein, wollte ich 50 Cent dafür haben. Da habe ich mich verarscht gefühlt irgendwie. Weil ich meine, 50 Cent, ne, ist zwar nicht viel, ne, aber wenn Free-to-Play ist, ist Free-to-Play. Ja, ja. Echt? Ich fand das so geil, da gab es irgendwo so eine Rubrik von wegen Free-to-Play. Wenn bei uns irgendwas Free-to-Play steht, dann heißt es auch Free-to-Play. Ne? Ja, ja, das habe ich gesehen letztes Mal. Dann stand unten drin von wegen einige Features erfordern eine Gebühr. Ja, was? Ja, ja. Ja gut, Free-to-Play heißt ja eigentlich nur, dass das Spiel auch ohne zu zahlen spielbar ist. Es ist nur nicht gesagt wie, ne? Ja, sicher ist das eine Verarsche. Generell Free-to-Play-Modelle sind in der Regel Verarsche. Free-to-Play ist in der Regel nie kostenlos. Die Geschichte des Schiffs ist mir bekannt und wer für seinen Zustand verantwortlich ist, weiß ich auch. Die Frage ist, wie kam es hierher? Also das einzige Free-to-Play-Spiel, was ich kenne, was richtig komplett kostenlos ist, das ist MechWarrior Online für den PC. Und das ist 1A umgesetzt, das Spiel, wirklich. Welches denn? Welches? Das wird eine Materialschlacht. Töten Sie alle. Nee, sagt mir jetzt nichts. Holen wir uns dieses Schiff zurück. Nee. Bodentruppen, Terroristen neutralisieren und Gebiet für Bergungseinsatz sichern. Halt, stopp! So nicht! So.